Hey yo Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Ich hoffe natürlich, bei euch geht's allen gut. Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Leute, wir haben es geschafft. Fake Eye Crimex ist besiegt. Alles ist wieder beim Alten. Heute können wir endlich mal wieder entspannt machen. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da. Und ey, wer ruft mich denn jetzt hier schon wieder an? Ja, hallo, wer ist da? Max! Ja, Tuan, was geht? Ich wollte dich auch ich gleich anrufen. Ich habe Fake Eye getötet. Ja, Fake Eye Crimex ist auch tot, also nicht getötet, aber der ist weggeflogen. Ich glaube, der ist wieder hier. Ey, nee, das kann nicht sein, dass der schon wieder da ist. Ich habe gesagt... Beim Auto aus, ich einen dieses Auto kaufen will über deinen Namen. Was? Bist du, ja. Bist du ganz sicher? Lass mich auch nicht anrufen, oder? Nee, nee, okay, Tuan, dann weißt du was, ich steig direkt ins Auto. Bis gleich, tschö, tschö, tschö. Ey, Leute, was ist denn heute schon wieder los? Ich wollte heute mal entspannt machen. Ich dachte, wir hätten diesen Fake-Eye-Cramix besiegt, wir haben den noch wegfliegen lassen. Vielleicht war es ein Fehler, ihn gehen zu lassen. Tuan hat mich jetzt gerade angerufen, dass irgendjemand beim Autohaus hier bei diesem Autohändler in der Stadt versucht, mit meinem Namen ein Auto zu kaufen. Wenn das nicht wieder dieser Fake Eye Crimex ist, Leute, dann weiß ich doch auch nicht. Wir springen hier direkt in den Lambo rein. Tuan ist auch schon auf dem Weg. Wir fahren da direkt mal hin, Leute. Und wenn das dieser Fake Eye Crimex ist, Leute, dann dieses Mal lasse ich den nicht einfach so wegfliegen, Leute. Ich habe ihm Stadtverbot gegeben. Wenn er jetzt einfach so wiederkommt, dann wird er es bereuen, Leute. Ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir fahren jetzt direkt mal zum Autohändler, Leute. Let's go. Leute, wir sind gleich da. Ich bin mal gespannt, ob Tuan auch schon da ist. Oh, warte mal, hier steht der Tullus von Tuan. Hä? Tuan, was geht? Bist du gar nicht beim Autohändler drin? Nein, ich bin überbucht, denn. Aber ich sehe nicht aus wie Fake Eye Crimex. Hast du noch ein Scharfschützengewehr im Auto? Ja. Okay, warte, Leute, wir holen uns auch mal kurz ein Scharfschützengewehr aus Tuans Auto raus. So, okay, Leute, wir werden jetzt auch mal da kurz reinschauen. Wie sieht der Typ denn aus, der sich als Eye Crimex... Oh, hä? Der hat pinke Haare. Pinke Haare, pinkes T-Shirt. Ich glaub, der ist krank. Aber der hat dieselbe Kette wie ich an. Guck mal, seine Haare sind pink geworden. Vielleicht hat er die Glippe oder so. Denkt ihr, das ist Fake Eye Crimex und der hat seine Haare pink gefärbt? Oder wer ist das jetzt hier? Ah. Und der hat einen Koffer in der Hand. Ey, Tuan, weißt du was? Das hilft alles nichts. Lass da einfach reinstürmen. Komm, wir stürmen den Laden. Wir kennen den Typen doch da. Niemand macht hier irgendwas in der Stadt ohne Eye Crimex und Tuan hier. So, jetzt hier, Hände hoch. Stopp hier, Hände hoch. Hände hoch, hier, Smile. Was ist jetzt hier? So. Wer bist du, ist hier die Frage. Bitte, mir mach mal die Hände runter. Oh Mann, Alter. Ich wollte nur ein Auto kaufen. Ich hab gesagt, der ist klang. Guck mal, der pinke Haare. Jetzt warte mal, stopp. Jetzt sind wir hier alle ruhig. Warte mal. So, wie heißt du? Ich bin Timmy. Timmy, okay. Wer bist du? So, das hat dich jetzt erstmal nicht zu interessieren, wer ich bin. Warum kommst du hier in die Stadt und versuchst mit meinem Namen ein Auto zu kaufen hier? Max? Ja, ich bin Max. Warte mal. Oh mein Gott, Max! Hey, wie geht's dir? Komm mir nicht zu nah, sonst liegt das Abstand bleiben, wer bist du? Ich bin Timmy, dein Cousin. Kennst du mich nicht? Ein Cousin? Ja, hä? Du hast doch keine Cousins. Ich hab keinen Cousin. Vierten Grad. Komm, ich setz den ab! Warte, Touren, bevor du ihm was machst. Leute, denkt ihr, das könnte mein Cousin sein? Ich meine, ich habe einen Bruder, aber... Ja, Leute, Alter. Warte mal. Kauft dieses Auto, okay, warte. Wenn du mein Cousin bist, dann kannst du mir ja bestimmt die ein oder andere Frage... Was soll das denn? Dann kannst du mir ja bestimmt... Ich will, dass ihr alle ledet! Ja, genau, sehr gut. Erpresst den mal, Touren. Aber sagt ihm einfach mal, der soll still sein. So, ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Wenn du mein Cousin bist und meine Familie kennst, dann wirst du die Frage wissen. Wenn nicht, dann war es dein letztes Stündlein, was geschlagen hat. Okay. So, du wartest kurz hier. Tuan, komm mal kurz. Ja. So, Timmy, schön auf Abstand bleiben da. Mach keinen Scheiß. Bleib hier. So, Tuan, pass auf. Ich kann den Typen doch fragen, wer mein Vater ist. Das können ja nur Leute aus meiner Familie wissen. Das wissen nur Leute, die dich lieben und dich gut kennen. Nur Leute, die mich gut kennen, wissen, wer mein Vater ist. Ja, richtig. Und zwar Ayo, Leute. Der war ja schon übelst lang nicht mehr da. Der chillt ja nur auf seiner eigenen Insel. Nur, okay, Leute, ich frage ihn jetzt nochmal. So, Mr. Timmy. Also, entweder du antwortest jetzt richtig oder du küsst die RPG von meinem besten Freund Tuan, Junge. Ja, ich bin der beste Freund. Genau. Oh, okay. So, okay. Und zwar, wie heißt mein Vater? Ich weiß, dass der Ayo heißt. Tuan, du hast die Antwort verraten. Natürlich ist doch klar, dass du mich besser kennst, aber ich wollte auch die Antwort von ihm wissen, um herauszufinden, ob er wirklich zu meiner Familie gehört. Also, ja, Entschuldigung. Frage. Oh Mann, Leute, was kann ich denn noch für eine Frage stellen? Aber ich frag dich jetzt mal was. Und zwar... Wie bist du denn mein Cousin? Von der mütterlichen oder von der väterlichen Seite?
Na, von der väterlichen Seite. Das heißt, dein Vater ist der Bruder von meinem Vater, oder was? Na klar. Warte mal, ich habe eine Flagge, eine gute. Ja, ich weiß nicht, ob wir dem glauben sollen. Heißt Max, seine Mama. Oh. Beate. Beate, hm. Wie heißt deine Mama? Ich weiß selbst nicht, wie die heißt. Die ist damals abgehauen. Ich wurde nur von meinem Vater großgezogen. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Wenn sie doch, Mann. Familie betrifft man nicht. Warte mal ganz kurz. Ich weiß es nicht, Leute. Ein Anruf machen, ich überprüf das. Okay, überprüf das mal, Thurn. Das Ding ist, Leute, ich weiß nicht, ob wir dem Typen vertrauen sollen. Ich meine, Thurn hat uns halt gerade die einzige Frage weggenommen, die wir dem Typen hätten stellen können. Okay, aber dann verrat mir mal eine Sache. Was machst du jetzt hier in der Stadt und warum, wenn du mein Cousin bist, versuchst du jetzt hier ein Auto über meinen Namen zu kaufen? Lass mich ihn abknallen! Lass mich ihn abknallen! Warte, Thurn, bleib still. Ich hab den Namen von der Mama überprüfen lassen. Ja. Und was kann der? Beate, woher weißt du das? Ich sag doch Familie. Der kennt wirklich den Namen von meiner Mutter. Nicht mal ich kannte den Namen von meiner Mutter. Ich will einfach nur ein neues Leben haben. Okay, du willst jetzt also hier in der Stadt bei uns wohnen, oder was? Ja klar, ich will so gesehen ein neues Leben machen. Die Alten waren nicht gut zu mir. Okay. Wurdest du früher gemobbt, wo du herkommst, oder was? Ich wurde gejagt von so komischen Leuten. Ey, okay. Timmy. Ja gut, Leute, Mobbing mal, ist auf jeden Fall immer ekelhaft. Das sollte was man nicht denn? Machen. Ja! Hey, hallo! Ey, Tuan, ey, der Arme wird... Hör auf, Tuan, hör auf. Der Arme wird doch schon fertig gemacht. Der will hier einen Neuanfang machen. Ich will Entschuldigung. Ja. Also, ich will eure Familienkrise nicht stören, aber kauft ihr jetzt den Lamborghini? Alter, Mensch! So, du hast meine Cap dabei noch erwischt, aber egal, hast du gut gemacht. Okay, weißt du was, Timmy? Ja. Ich werde dir jetzt einfach mal vertrauen. Du darfst dir jetzt ein Auto aussuchen. Was? Ja? Ich will den. Ich will den. Kennst du nicht? Und ein pinker Lambo, hat einen guten Geschmack. Ja. Ja, aber wenn nicht, Touren, dann werden wir den aus der Stadt rauswerfen. Ich will ihm mal eine Chance geben. Vertrau dem Nick. Vielleicht, Leute, ist der ja wirklich korrekt, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr? Du vertraust dem nicht, Touren? Timmy! Ja. Eine falsche Bewegung und ich werde dein Leben zu einer Hölle machen, die selbst der Teufel als Hölle sieht. Tour, guck mal hier. Oha, schau mal, Tour, der hat hier sogar was mitgebracht. Extra für dich. Ich hasse Bälen. Tour, jetzt sei mal nicht so hart zu ihm. Lass ihm eine Chance geben, vielleicht ist er wirklich korrekt. Okay. Ich klau dem Ganzen nicht, ich fahr nach Hause. Tour, wir sehen uns später. Okay, Timmy, weißt du was? Ich will dir meinen Bruder vorstellen und werde dir mein Zuhause zeigen, okay? Fahr mir einfach nach. Du musst hier mit deinem Lambo raus, mein Wagen steht da vorne. Du musst mir einfach nachfahren. Okay. So, Leute, was denkt ihr? Schreibt es wirklich mal in die Kommentare. Findet ihr den korrekt? Können wir dem vertrauen? Ich weiß es nicht, Leute. Wir geben ihm mal eine Chance. Ich will mal wissen, weil anscheinend muss er ja wirklich irgendwie aus meiner Familie kommen. Vielleicht, und er hat auch einen ähnlichen Autogeschmack wie wir. Bloß mit Pink. Ich bin mehr so blau, aber na egal. Okay, fahr mir mal hinterher. Ja. So, wir nehmen den jetzt auf jeden Fall mal mit nach Hause. Ich bin mal gespannt, wie Paul Berger auf den reagiert, weil wenn es mein Cousin ist, dann ist es ja auch der Cousin von Paul Berger, Leute. Wir gucken jetzt mal, was da passiert. Wir nehmen den mal mit. Und wenn er korrekt ist, Leute, dann können wir den ja hier in der Stadt lassen. Dann können wir dem ja helfen, ein Leben aufzubauen. Wir können ihm ja ein Haus und sowas kaufen. Also schreibt ihr in die Kommentare, ob ihr den Typ mögt oder nicht. Ich würde sagen, wir verbringen heute einfach mal den Tag mit ihm und finden das raus. Wir sehen uns gleich bei uns zu Hause wieder, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich zu Hause angekommen. Der Timmy ist immer noch hier hinter uns. So, einmal hier in die Einfahrt rein, Timmy. So, hier hinterher. Okay. Ey, pass auf, dass du mein Lambo keinen Kratzer machst, Junge. Okay, ein bisschen gut fahren kann er ja nicht, ne? Ein Rennfahrer ist er nicht. Oh, Paul Berger, was geht? Hey! Oh, was geht? Paul Berger, komm mal kurz her. Ich habe hier jemanden, den ich dir vorstellen möchte. Ist es Klimax? Nein, das ist nicht dieser Fake Eye Kramix. Das ist Timmy, heißt der. Ja, was bist geht, du denn? Paul Berger. Oha, ey, du bist ja voll klein. Ja, ich bin Timmy. Also witzig ist es nicht. Aber Paul Berger, das ist der Typ, der so sagt, er ist unser Cousin. Also von dir und von mir der Cousin. Was? Ja, wir haben jetzt einen Cousin. Hast du da hinten gerade Touren gesehen? Warte mal, ist Touren da hinter der Ecke am Warten? Ja, das spielt jetzt uns aus. Touren, hallo? Touren, was machst du hier? Touren, hallo? Hä? Sein Auto ist nicht... Hä, er ist weg, nur noch sein Auto steht da. Ich glaube, Touren spioniert irgendwie diesem Timmy ein bisschen hinterher, weil er rausfinden will, ob der korrekt ist. Das Auto ist voll cool. Ja, das ist ein cooles Auto, ja. Das ist ein OP Tullus, nennt man den. OP Tullus. Das ist echt cool. Ja, komm, ich zeig dir mal unser Haus. Ja, let's go. Ja, aber, Timmy, Paul Berger, was meinst du zu diesem Timmy? Der sagt, der ist unser Cousin. Was denkst du über den? Keine Ahnung. Hey, mein Vater. Hey, yippie, Okay, aber ich sag mal, wenn er korrekt ist, dann ist ja cool, dass wir einen Cousin haben, oder? Hey, du hast voll das coole Fahrrad. Ja, danke, so nett war keiner mehr zu mir seit langem. Hey, kein Problem. Ja, auf jeden Fall, Timmy, guck mal. Sollen wir Playstation spielen? What?
Mit Paul Berger versteht er sich, glaube ich, schon. Das kannst du machen, ja. Ja, okay, okay, weißt du was, dann würde ich sagen, Paul Berger, dann führ du einfach mal Timmy hier im Haus rum und dann könnt ihr ein bisschen Fortnite zocken oder so, ne? So, okay. Jo, komm, Timmy. So, sehr gut, yay. Leute. Okay, also Paul Berger versteht sich schon mal gut mit ihm. Ist doch ein gutes Zeichen. Dann soll er ihm einfach das Haus zeigen. So, ich würde sagen, ich nehme jetzt mal mein Lambo und wir fahren jetzt einfach mal wieder zurück in die Stadt, Leute. Und dann, ich wollte mal noch Turan fragen, warum der so ein bisschen komisch gerade war. Der muss mal ein bisschen chillen, der Junge. Okay, Leute, wir fahren jetzt mal hier zu Turan. Hier steht auch noch sein Tulus, Leute. Weil ich will jetzt mal fragen, ich glaube, der übertreibt ein bisschen, ja? So, wir fahren jetzt hier mal... Oh, wer ruft mich denn jetzt schon wieder an? Ja, hallo? Hallo, Max? Ja, Paul Berger, was los? Ja, Problem hier. Wie ein Problem? Ich bin doch gerade eben erst weggefahren. Keine Ahnung, glaub, Turan, Max, bitte, ich komm schnell. Hä? Ist Turan da, oder was? Ja, komm. Okay, okay, ich komm gleich. Oh mein Gott, Leute, Turan ist bei uns zu Hause noch? Der war gar nicht weg, deswegen stand noch sein Auto da. Oh nein, 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 Leute, was macht der denn jetzt schon wieder? Oh mein Gott, hä? Der explodiert ja alles. Nein, 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 was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ey, Turan, was ist denn los hier? Ich bin Timmy. Turan, jetzt reicht's mal. Ey, stopp. Turan, jetzt reicht's mal. Das Ding doch von vorne bis hinten. Das ist ein Falzer 25er. Ja, aber er hat doch nichts gemacht. Du kannst ihn doch jetzt nicht einfach so bedrohen, Turan. Du kannst doch nicht irgendwen zu dir nach Hause lassen, der sagt, der ist dein Cousin. Nach Fake-Climax und sonstigen Probleme, die wir immer hatten. Ja, naja, irgendwie hast du ja schon recht. Nach diesem Fake-Eye-Cramix bin ich auch ein bisschen misstrauisch hier, wer hier alles so neu in die Stadt kommt. Ich will ihn dir irgendwann, ich werde dich, wenn du nur einen Fehler machst, ich werde dich absehen. Ich werde dich bluten lassen wie der Ente, die einen Unfall hatte mit dem Auto. Turan ist ja unser bester Freund, Leute. Ich vertraue ihm auch echt. Aber was ist, wenn der Typ wirklich einfach korrekt ist? Dann müssen wir, können wir den jetzt hier nicht so... Nein, 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 nein. Ich habe Fortnite gespielt, war eigentlich cool. Ja. Naja, Paul, nein, stopp, stopp, stopp. Hey, Turan. Niemand wird dem Timmy jetzt was antun, ja? Wenn er zu unserer Familie gehört, dann werde ich ihn auch beschützen. Warte ab, Timmy. Irgendwann, wenn du einen Fehler machst. Ich warte auf dich. Ich hab ganz gemacht. Timmy, das ist Turan, der ist immer so. Mach dir nichts raus. Leute, jetzt tut's mir ein bisschen leid. Ich wollte auch nicht Turan so wegschicken. Das ist mein Bester. Ey, Turan. Ey, fahr nach Hause. Nein, warte kurz, Turan. Warte kurz. Auf mich kommt ja sowieso keiner mehr. Doch, doch, doch. Ey, Turan, du bist mein bester Freund. Aber ich will ihm eine Chance geben. Ich hör doch auf dich. Du hast doch recht. Aber ich will ihm eine Chance geben, weißt du? Ich vertrau dem Nick. Okay, alles gut. Ja, Pink, alle! Ja, okay. Ich hasse Pink! Hey, Max! Ja. Ja. Ich glaub, Turan geht's gar nicht gut. Der hat den Grill nicht mal kaputt gemacht. Stimmt, das ist echt... Oh mein Gott, wenn Turan mal den Grill nicht kaputt macht, dann ist das echt ein richtig schlechtes Zeichen. Oh. Oh, okay, es geht ihm vielleicht doch nicht so schlecht. Er hat den Grill zerstört. Alles okay, glaube ich doch. Oh. Weißt du was, Timmy? Oh nein, jetzt sein Auto ist kaputt. Ich werd dir ein Auto von mir ausleihen fürs Erste, okay? Okay, oder wir werden, weißt du was, wir werden dir ein neues kaufen direkt. Und weißt du was, wenn wir jetzt eh schon in die Stadt fahren, dann werden wir uns auch direkt mal nach einem Haus für dich umschauen, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit hier wohnen bleiben. Wir werden dir jetzt sogar noch ein eigenes Haus kaufen. Yay. So, komm, dann steig mal ein jetzt hier erstmal. Oh, viel Spaß euch. Ja, danke, Paul Berger. Tschüss. So, Leute. Oh, pass auf, wir dürfen nicht Paul Berger überfahren. Ich werde jetzt erstmal diesem Timmy ein neues Auto kaufen, weil Turan das andere ja zerstört hat. Und dann, Leute, dann werde ich ihm auch noch ein Haus kaufen, ja? Denkt ihr, ich bin zu nett zu ihm direkt am Anfang, obwohl wir ihn nicht kennen? Aber ja, eigentlich Paul Berger mag ihn auch. Wir geben ihm eine Chance, Leute. Wenn nicht, dann werfe ich ihn halt aus dem Haus raus. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nochmal kurz zum Autohändler und da werden wir ihm ein neues Auto kaufen. Und dann mit dem neuen Auto fahren wir einfach direkt mal zu Amir. Und weil Amir ist hier der beste Tuner in der Stadt, der kann den Wagen dann direkt mal schön pink färben, weil ich glaube, der Junge mag irgendwie pink voll. Egal, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Let's go. Okay, Timmy, wir fahren jetzt hier zu meinem Kumpel Amir. Das ist einer der besten Tuner, den ich kenne. Da kannst du dir ein richtig cooles Auto aussuchen, okay? Und der ist nicht so gemein wie Turan. Nein, nein, der ist nicht gemein. Aber Turan ist auch nicht gemein. Du musst ihn nur mal richtig kennenlernen. Aber sag mal, Timmy, was machst du eigentlich so hauptberuflich oder so? Ich mach mal Videos so mit meiner Kamera. Ja. Ich hab so einen Kanal. Du hast einen YouTube-Kanal? Klar. Hä? Okay, ja, ich bin auch YouTuber. Wie? Vielleicht liegt das echt bei uns in der Familie. Wie heißt denn dein YouTube-Kanal? Timmy. Auch Timmy? Okay. Ja, Leute, checkt mal Timmy in der Videobeschreibung aus. Der macht auch Videos. Und GTA-Videos machst du da was? Klar, GTA ist voll cool. Okay, Leute, also er macht auch GTA-Videos. Könnt ihr in der Videobeschreibung mal abchecken. Okay, gut. Also hier sind wir jetzt auf jeden Fall in der Tuning-Werkstatt von Amir. So, du kannst dir gleich mal was Cooles aussuchen. Wir gucken mal, ob Amir auch da ist. Yo, Amir, was geht? Ja. Oh, Max, was geht? Yo, was läuft, was läuft, was läuft? Was machst du heute? Hallo, yo, hast du einen Kunden mitgebracht? Nee, das ist mein Cousin. Timmy heißt der. Hey, du hast einen Cousin? Was geht? Ich bin Amir. Ja, das habe ich auch erst vor 2 Stunden erfahren, dass ich einen Cousin habe. Aber ich glaube, der ist korrekt.
Oh, krass. Ja, was geht ab, Alter? Thuren hat sein Auto voll in die Luft gejagt, weil er ein bisschen, du weißt ja, wie Thuren ist. Was hast du gemacht, Alter? Er hat gar nichts gemacht, aber er vertraut ihm nicht. Egal, auf jeden Fall will ich ihm ein neues Auto holen. Hast du was Cooles da? Ja, also ich habe ein paar Autos noch rumstehen, siehst du hinten. Aha, Ruhe. Timmy, dann würde ich sagen, dann such dir mal was aus. Hier McLaren. Ja, McLaren. Boah, der ist cool. Dann, kann man den umfärben? Ich glaube, der mag Pink ziemlich, die Farbe. Ja, schwer nicht zu erkennen. Ich glaube, der mag Pink, ja. Ja gut, ja, kann ich dir... Dann tune ihn mal kurz krass und dann warten wir hier kurz draußen, ja? Alles easy, kriegen wir hin. Oh, Timmy, der Army, der macht den Wagen jetzt hier richtig krass für dich, ja? Der macht die besten Tunings. Cool. Ja, der Army ist... Ich merke schon, der ist korrekt. Der Army ist netter auf jeden Fall. Wir warten kurz hier und dann kriegst du gleich den Wagen. So, langsam müsst ihr jetzt hier mal fertig werden. Oh, da kommt er auch. Ui. Alter, das ist doch mal eine krasse Kiste hier. Das ist doch mal ein schönes Auto. Das ist krass. Gefällt ja, super, ja gut. Sehr gut. Super. Okay, Amir, aber wir müssen weiter, ja? Ich bezahle den Wagen später. Ja, bezahl nur die Kosten, ich brauche keinen Gewinn. Korrekt, so. Okay, Timmy, dann fahren wir mal hinterher. Ich habe noch meinen Makler angerufen. Wir gucken uns jetzt direkt noch ein Haus für dich an, ja? Damit du hier auch in der Stadt wohnen kannst. Let's go. Leute, wir holen einmal hier für unseren Cousin Timmy. Der kriegt hier ein dickes Auto von uns, ein dickes Haus auch, Leute. Der wird hier einmal komplett voll ausgestattet, weil Familie ist immer gut, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal zu dem Termin, zu dem Haus hin. Und dann bin ich gespannt, ob es ihm gefällt, Leute. Let's go. Oh, Leute, wir sind jetzt hier gleich angekommen. Hier ist ein übelst fettes Anwesen. Leute, also das ist doch hier das Richtige für meine Familie. Meine Familie kriegt nur das Beste. Und hier ist auch schon der Verkäufer, der Makler. So, hallo der Herr. Servus, Leute, Alter. So, wir wollen euch ein Haus kaufen jetzt hier. Ja, ne? Ich weiß auch. So, Timmy, komm mal, was sagst du allein hier zu der Einfahrt, der Ausblick hier mitten in den Bergen. Voll geil. Hier hast du zwei Garagen und so auch, ne? So, das pinker Eingang, ne? Gefällt dir? Hey, cool! Ja, hier hast du direkt auch einen schönen Eingang und so. Einen Tennisplatz hast du da hinten. Boah, guck dir mal hier das Haus an, was du hast hier bald. Oha! Ja, ja. Aber das ist schon sehr groß. Ja, aber ist doch geil. Hier ein kleines Videoraum, YouTube-Raum. Guck mal, hier hast du noch einen YouTube-Raum. Du machst ja auch YouTube-Videos, hast du ja gerade erzählt. Das kann ich nicht von dir annehmen. Boah, hier der riesige. Ey, schau dir mal hier diesen Ausblick an mit Infinity Pool. Timmy, ja? Das so lebt doch hier meine Familie. So lebt die Familie von iCrimex, ne? Das ist doch hier was. Alles erarbeitet, oder? Ja, klar, natürlich. Ja, ich will das auch. Ich will auch alles selber arbeiten. Du hast mir schon das Auto gegeben. Willst du das jetzt hier gar nicht, oder was? Ich kann das nicht annehmen. Guck dir doch hier erstmal alles an. Guck mal hier mit Pool und so alles. Da hinten ist ein Tennisplatz. Wir haben da noch ein Gebäude. Komm mal mit. Noch ein Gebäude. Du hast noch gar nicht alles gesehen. Guck dir doch mal alles an. Leute, aber ich muss sagen, ist sehr sympathisch von dem Timmy, dass er gar nicht will, dass ich dem sowas Großes schenke. Also bis jetzt mag ich den Jungen eigentlich. Schreibt mal eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Ja, hier ist der Garagenraum, Herr Makler, ne? Das wissen wir ja schon. Ey, warte mal. Steht hier Thurens Mutter? Herr Clemex, hallo. Hallo. Was macht jetzt Thurens Mama hier? Hallo? Hallo. Sie haben voll die schöne Bluse an. Oh, ich mag dich. Du mit mir. Okay. Max, wir sehen uns später. Warte mal ganz kurz, Timmy. Das ist Thurens Mama, den Thuren, den du vorhin kennengelernt hast. Also pass ein bisschen auf, ja? Ja, aber die ist ja voll nett. Also bis später. Oh, okay. Ja, hallo, kauft ihr jetzt das Haus oder nicht? Ja? Handküsse. Was ist denn los mit der Frau? Also ich glaube, die hat wohl Pflasterstein ins Vieh geküsst, ne? Okay. Thurens Mama hat gerade den Makler K.O. gehauen. Ja, Timmy, pass gut auf Thurens Mama auf, ja? Wir hören uns später. Alle, los. Gut, Leute. Gut, wir kaufen das Haus jetzt also nicht, weil das ist für Timmy, ihm ist es zu viel, aber das ist eigentlich sympathisch. Da müssen wir aber was Günstigeres für ihn finden. Ja, hallo? Hallo, Max? Ja, Thuren, was geht? Hast du meine Mutter gefunden? Gesehen, die ist weg? Ja, die ist gerade mit meinem Cousin Timmy unterwegs. Was? Das ist weg! Ich wusste das nicht! Ich stoppe den jetzt! Nein, Thuren, nicht kaputt! Oh, er hat aufgelegt. Er hat einfach aufgelegt, Leute. Ich glaube, Thuren will jetzt meinen Cousin Timmy jagen. Ey, Leute, wir müssen das verhindern. Ich fahre jetzt mal direkt zurück in die Stadt, Leute. Wir müssen das verhindern. Ich fahre mal zu Thuren. Let's go. Oh, nein, Leute. Ich muss das verhindern, bevor Thuren was Dummes macht. Stopp, Thuren! Oh, da ist er noch. Thuren. Thuren hat sogar mein Panzer geholt. Ist fast vollgetankt. Ja, ich will mir den schnappen. Alter, Thuren tritt hier richtig durch. Er hat sogar seinen Panzer rausgeholt. Nein, Thuren, alles gut. Wir finden eine Lösung. Die haben sich voll. Meine Mutter entfühlen! Nein, der hat die nicht entführt. Die haben es voll gut verstanden vorhin. Nexter! Max! Ich kann verstehen, dass ich vielleicht am Anfang ein bisschen übertrieben habe. Aber meine Mutter! Das geht zu weit! Wenn er wirklich was deiner Mutter antut, dann bin ich auf deiner Seite. Aber wir müssen abwarten. Du kannst doch nicht hier die halbe Stadt jetzt erstmal zerstören. Warte mal, da hinten ist ein pinkes Auto. Warte mal, der kommt da angefahren. Das ist ja doch Timmy und deine Mutter. Timmy! Ich werde dich umbringen!
an, bitte nicht. Und schönen Abend mit Ihnen. Waffel weg, sofort. Mama, hat er dich nicht gefühlen? Nein, zusammen Spaß habe. Wir machen morgen wieder zusammen Spaß habe. Oh, Zeit für dich. Timmy und Tuans Mutter verstehen sich voll gut. Timmy, wir fallen nochmal weg. Ja, let's go. Okay, die haben voll Spaß zusammen. Ey, ja, da kommt Tor, der was Hussig. Passiert, Alter? Wir knallen wir ab, Mann. Du hast gesagt, du brauchst eine Stärkung. Warte mal ganz kurz, Russik, niemand muss hier abgeknallt werden. Du hast sogar schon Russik geholt, um ihn zu jagen? Ja, auf den ist doch... Ich glaube, auf den wir noch verlassen, aber gut. Vielleicht habe ich mich ein bisschen... Guck mal, du hast doch gerade gesehen, dass sie es voll gut verstehen. Ja, woher soll das denn? Entschuldigung! Und weißt du was? Und Turan, weißt du was? Deine Mutter will jetzt sogar voll oft was mit dir machen. Das heißt, die nervt nicht dich zu Hause. Die ist weg? Ich mag Timmy! Timmy ist der Beste! Ja, siehst du, da kriegst du weniger Hausarrest, weil Timmy mit ihr Zeit verbringt. Ich weiß auch nicht, warum Timmy... Ja, Timmy, guter Junge. Timmy, guter Junge. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Der passt zu dir. Ein toller Junge. Ich meine, der soll meine Mutter jeden Tag ausfühlen. Lustig, alles gut. Dann ist doch nochmal alles gut geworden, Leute. Also, dann, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Jungs. Ja, ich fahr mal nach Hause jetzt heute. Für heute genug. So, Russik, willst du noch mitkommen? Sollen wir ein bisschen chillen? Ja, kannst du mir viel erzählen über was, Timmy? Ja, ich habe jetzt einen Cousin. Ich erzähle dir alles auf der Heimfahrt. Okay. Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wir haben jetzt irgendwie einen Cousin. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von ihm haltet. Turan war ein bisschen skeptisch, aber er versteht sich ganz gut mit seiner Mutter. Und Leute, ich glaube, er ist eigentlich ganz nett. Er hat auch einen YouTube-Kanal, macht auch GTA-Videos in der Videobeschreibung verlinkt, Leute. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.